Hihi, das kitzelt. Jetzt kriegst du meinen Zorn zu spüren. Au. Hihi, das kitzelt. Jetzt kriegst du meinen Zorn zu spüren. Okay. Hey Ami, vergisst du nicht irgendwas? Siehst du diese leuchtenden Sterne auf seinem Körper? Du sollst auf sie ziehen, erinnerst du dich? Ja. Mach ich doch die ganze Zeit. Bin ich gerade echt zu dumm? Ah! Hoch! Sind meine Schwachpunkte so offensichtlich? Ich habe versagt, aber das ist bekannt werden, dass ich den Tod eines Kriegers gestorben bin. So. Ein Bullenhorn erhalten. So. Noch mehr Glück für uns. Gut, das hatte jetzt hier nichts mit den Wauwaus zu tun. Wie komme ich hier runter, ohne mir die Haxen zu brechen? Geronimo. Oh, meine Haxen sind noch ganz. Da ist Susano. Oh, ist das ein Dachshund? Ah, der mag Fisch. Oder ist das ein roter Panda? Er mag auf jeden Fall Fisch. Beziehungsweise sie mögen Fisch. Okay, hier spielt das Ding verrückt. So, dann randalieren wir mal schön. Und hallo Hund. Was macht denn ein Hund hier? Hm, ich glaube, er versucht uns etwas zu sagen. Lass mich mal genau hinhören, ich kann einige Tiere verstehen. Er wählt mit seinem Schwanz, ich wette, das ist wegen dem Hundesucher, den du da hast. Hm, was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig.
Meine Güte, wir haben ihn erst getroffen und er bettelt schon um Nahrung. Was für schlechte Manieren. Was zu essen? Ich bin hungrig. Ja. Ja, was zu essen? Ich hab doch Essen dabei. Magst du vielleicht den hier? Nein, mag er nicht. Beziehungsweise er mag nicht gefressen werden. Noch mehr Vögel zu füttern. Ja, das können wir dann wieder überspringen. Da ist noch einer. Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch, das muss sein. Auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesuche sein, den du da hast. Hm, was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, warum denken diese Flohsäcke, dass sie wie sie füttern würden? Ja. Meine Güte, wie fütter ich die nur? Ich würde ihnen ja gern Bambus geben, aber... Den scheint die ja nicht zu wollen. Die normalen Tiere sind wenigstens genügsam. Ja, der sagt nichts Neues. So. Noch ein Kleeblatt für unser Glück. So, jetzt sollte ich eigentlich auch dem Mädchen hier ein bisschen helfen können. Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch mit seinem Schwanz wegen dem Hundesucher. Hm, was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, warum denken die Flohsäcke, dass wir sie füttern würden? Sie blühen, die Blumen blühen wieder. Weißt du, ich gab ihnen jeden Tag Wasser. Ich werde sie ja auch weiterhin gießen. Solange, wie sie es brauchen. Hast du Futter? Oh, du bist geschickt worden einzukaufen, hä, Welpe? Ja. Ja, endlose Gerechtigkeit. Kann ich mir nicht leisten und du hast auch nichts zu essen. Falsch. Was sagt denn mein Logbuch? Journal. Ablehnung? Ah ja, Sasser Zuflucht und Hundekriegerjagd. Ja, bla bla bla. Hey Priesterin, hast du auch eine Idee, wie ich sie, was ich denen zu fressen geben muss? Yeah.
Oh, Hühner. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon mal Hühner hatten. Denke mal nicht. Das sind auf jeden Fall wieder 8 Punkte. Wo haben, was für ein Geheimversteck haben wir hier gefunden? Ach, noch einer von denen. Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch wegen dem Hundesuchen. Was ist? Gib mir was zu essen. Meine Güte, warum denken Sie sich, dass wir sie füttern würden? Jetzt habe ich, glaube ich, schon 4 von den Hunden gefunden, aber noch keine Möglichkeit, ihm was zu essen zu geben. Naja, gut. Was ist das? Glasperlen. Ach, wieder ein Schatz. Geronimo. Was ist mit dir hier? So kann ich nicht arbeiten. Ich versuche hier meine Ernte einzubringen, aber nur die Körbe von Herr Bambus haben genug Fassungsvermögen. Warst du schon mal bei seinem Haus? Er lebt hier im Dorf. Die Leute kommen von nah und fern, um seinen Waren zu kaufen. Er ist ein wahrer Meister, aber er hat plötzlich aufgehört, irgendwas zu machen. Er sagte, er kann keinen geeigneten Bambus mehr bekommen. Wenn ich so darüber nachdenke. Ups. Hey, passt auf meine Gurken auf. Ups. Entschuldigung. So, Schweinchen, du frisst, glaube ich, alles, oder? Nein, du frisst Samen. Ja, und Schwein, das hatten wir schon mal. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja. Ich werde jetzt erst einmal die Windmühle... Also erstmal, weil es jetzt gleich dunkel wird. Hey, da geht's aus dem Dorf raus. Hast du die Prinzessin nicht gehört? Es sind noch Hundekrieger in der Nähe. Eigentlich hat sie sogar gesagt, sie sind hier in diesem Dorf. Wir haben den Hundesucher, also können wir sie bestimmt schnell finden. Die Hundekrieger suchen, ja. Gute Antwort, lass uns mit dem Hundesucher suchen. Folge ihm einfach, wo immer uns hinführt. Ja, jetzt wird's dunkel wieder mal. War ich jetzt überhaupt Sie fragen, ob, wie man die Hunde füttert? Ja. Das heißt wieder nach oben. Ne, ich habe mich hier ja, glaube ich, ablenken lassen. Ist sie in ihr Haus gegangen? Oh, du bist der Wolf, der mich die Hundesucher gab. Hast du die Hundekrieger schon gefunden? Ich spüre 5 von ihnen hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen von Gebober. Nicht sehr aufgeschlossen, sobald sie die Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in ihre Nähe bringen. Nutze ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Ich fürchte, sie könnten vielleicht verletzt sein oder noch Schlimmeres. Bitte finde die Hundekrieger. Unser Schicksal liegt in deinen Händen.
Oh, ein Leuchteding. Wieder eine verstreute Perle. Mir fehlt halt gerade keine Fähigkeit, damit der ich Essen herbeizaubern könnte. Wo bin ich eigentlich gerade? Achso, ich laufe wieder nach da hinten, aber gut, hier wollte ich eh hin. Nein, das hilft nichts. Gib mir was zu essen, ich bin hungrig, meine Güte. Okay, das erklärt die Problematik. Ich muss sie über das Menü manuell füttern. Der Fütterdialog kommt gar nicht, also die Füttern-Option. So ein Schmarrn. Das heißt, ich sollte nachher mal für 5000 Yen ein bisschen Fleisch kaufen. Ich bin satt. Meine Herrin Fusehime hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Hast du das gehört, Ami? Das bedeutet, dieser Hund ist einer von den Satomi-Hundekrieger. Hundekrieger Chi. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meinem Heim zurückkehren. Hast du das gehört, Ami? Und weg ist er. Die Art, wie Fusehime von ihnen gesprochen hatte, ließ mich glauben, sie wären Menschen. Glaubst du, diese Floßsäcke könnten irgendwie helfen? Mal hoffe ich's mal. Ich vergeude hier nämlich nicht gern umsonst Fleisch, außer natürlich sie zählen zur Hundeliste oder zur Liste allgemein. Also hier zu den Hunden. Werden wir ja gleich sehen, wir sind bei 23%. Waschbären sollen das sein? Diese reizende Tiere fressen Fleisch und Fisch. Ja, reizend sind Trash-Pandas auf jeden Fall, aber das sollen Waschbären sein? Die sehen mir eher aus wie Dings, wie Katzenbären, also wie rote Pandas. So. Oh, du bist geschickt worden, um einzukaufen. Ja, ich bin geschickt worden, um dir all dein Fleisch abzukaufen. Ja, 61 Fleisch, da könnten Leute sie alle fressen, bis sie umfallen. So, das soll reichen. So, hier ist der nächste. Also, wir waren bei 23. Prozent. Wenn wir den da jetzt gefüttert haben, dürften wir bei mehr sein. Wir haben ja, glaube ich, so herausgefunden, dass es insgesamt 19 Hunde gibt. Also jeder Hund gibt 5% ungefähr. Also 5,5.
Ja.